Und damit willkommen zurück. Ich bin ja fast am Austicken. Aber muss natürlich weitermachen. Und endlich ist dieses Scheißding besiegt. Kotblau. Weg ist es, Mann. Du bist zwar ein Arschloch, aber auch Arschlöcher haben manchmal recht. Gute Arbeit, Psycho. Wirklich gut. Oh, danke, Man. Von Ihnen auch, O'Neill. Holen Sie den Behälter. Wir haben einen offenen Korridor bis zur USS Constitution. Verstanden, Ma'am. Laut und deutlich. Psycho, geh zum Behälter. Ich komme runter. Ja, dann jetzt los. Diese Aufregung muss echt ein Ende haben, ey. Okay, Kumpel. Was für eine Konversation. Mann, Mann. Was soll denn daran so besonders sein? Keine Selbstzerstörung. Nehmt den Senkrechtstarter, wir verschwinden. Wir nehmen es zur Rückentwicklung mit nach Korea. Sehr gut, endlich mal. O'Neill, die Piloten sind erledigt. Bring uns hier raus. Nicht schon wieder, du unvorsichtiger Vollidiot, ey. Mach ihn fertig da! Bisschen eng hier drin, was? Ich bin Brite, du Pfeife! Sag schön Hallo zu deinen Freunden. Das Drecksding ist zu schwer. Ich brauche zusätzlichen Schub. Thank you.
Verdammt! Der Radarschirm ist voll! Da kommt ein Schwarm! Wir müssen hier raus! Das war's dann wohl endgültig. Ja, jetzt schon. JTAC, hier ist Sierra 2, der letzte Senkrechtstarter auf der Insel. Nehme Kurs auf die Constitution. Wir kommen nach Hause. Klar, Kumpel. Haben Sie den Gefechtskopf entschärft? Typisch Nomad. Immer erst an die Mission denken. Jetzt holen wir sie hier erstmal raus. Ja. Das war Crisis Warhead. Kriegskopf. Ach, meine Güte, es ist eine Deutschprobe, eine Zerreißprobe, eine Stressprobe. Und alles in allem gesagt, hätten sie sich das auch sparen können. Crisis 1 ist 2007 rausgekommen, Crisis Warhead 2008. Ein Jahr Entwicklungszeit, noch nicht mal. Und das ist das Problem, wie bei vielen heutigen Spielen, dass sie einfach zu schnell rausgebracht werden. Man hätte eine richtig geile Story draus machen können, aber meiner Meinung nach haben die das nicht gut hingekriegt. Die Story an sich ist gut, die Idee. Eine Erzählung, was Psycho die ganze Zeit macht. Und auch wo der Kopf herkommt. Okay, alles klar. Und auch mit General... Na, vergessen. Aber die Umsetzung... Sorry, aber das hätte man sich sparen können. Es waren vielleicht keine schlimmen Fehler drin, aber es waren viele kleine Fehler drin. Und das hat das Spiel einfach... Ja, nicht spaßig gemacht. Und das hat mich schon genervt. Also man hätte es besser machen können. Naja. Also von dem Spiel werde ich kein Wort mehr verlieren, ey, ganz ehrlich. Ich bin jetzt mal gespannt auf Crisis 2. Aber so muss ich sagen, ist Crisis immer noch mit eines der besten Klassik-Spiele. In richtig guter Grafik natürlich, die ich kenne. Und das hat dann auch wirklich Spaß gemacht. Das hier jetzt war echt eine Zerreißprobe. Gerade zum Ende hin. Ja. Trotzdem, als Crisis-Fan muss man das durchgezockt haben. Und wie gesagt, ich bin gespannt auf Teil 2 und Teil 3. Vor allem bei dem dritten Teil, dem DLC Dead Island. Wollen wir sehen, was da noch alles kommt. Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr sowas mögt, kauft euch das in Sale. Ich habe jetzt 10 Euro für alle drei Teile bezahlt mit DLCs. Und das für den Preis ist wirklich gut. Ja, wenn ihr dann bis zum Schluss da geblieben seid, dann mein Glückwunsch und mein Respekt, dass ihr durchgehalten habt. Und Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Und guten Abend, guten Morgen und gute Nacht.